Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns am Videoblog am Biohof Gruber in Schifthal. Heute reden wir nicht über die Landwirtschaft, heute reden wir über uns zwei, wer wir sind, was wir so gemacht haben und warum wir jetzt auf die Idee kommen, die Landwirtschaft dort zu machen. Du darfst anfangen. Ich bin Lucia und ich bin die Jüngere von uns beiden. Was man nicht sieht. Wir sind in Rohr, also im Nachbardorf, in Schulganger, beide aufs Gymnasium. Und ich habe dann Abitur gemacht 2012 und habe mich dann spontan entschieden, Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement in Freising zu studieren. Und das habe ich auch gemacht in 6 Semestern. Und das 7. Semester habe ich dann in Norwegen verbracht, einfach ein Auslandssemester. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dort habe ich mich dann in einen Master verliebt. Das ist ein internationaler Master über Agrarökologie. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, habe 8 Monate am Hof mitgearbeitet, einfach um das Praktische mal zu haben, wo man mal sieht, was man gemacht hat, wenn man fertig ist. Und dann nach den 8 Monaten, die total schön waren, bin ich aber dann wieder ins Theoretische übergegangen. Dafür bin ich dann wieder nach Norwegen und habe dort ein Semester wieder an der Uni in der Nähe von Oslo verbracht. Dann mein 2. Semester habe ich in Wien an der BOKU verbracht und mein 3. habe ich in Lyon in Frankreich verbracht. Und momentan schreibe ich meine Masterarbeit im Allgäu und da geht es um die nachhaltige und agrarökologische Entwicklung im Allgäu. Und das mache ich nebenbei und die andere Zeit verbringen wir zwei hier am Hof und arbeiten hier und starten unsere neuen Projekte. Genau. Ich bin Marlene, ich bin die Ältere von uns beide, ich bin 28 und habe auch nach dem Abitur, das war aber schon 2009, habe ich dann mir entschieden, BWL zu studieren. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich mag gern Zahlen, Daten, Fakten. Ich mag gern, wenn was kalkulierbar ist und ganz klar zu prognostizieren. Mir hat das viel Spaß gemacht, aber nach dem Bachelor habe ich gemerkt, dass mir das einerseits zu theoretisch, aber andererseits auch zu wenig Sinn hat, zu wenig das Grüne, zu wenig Natur dabei ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, nachwachsende Rohstoffe am TUM Campus in Straubing zu studieren. Da habe ich meine Masterzeit verbracht und habe mich dann anschließend dafür entschieden, 3 Jahre in die Forschung zu gehen. Ich habe da ein bisschen einen Themenwechsel gemacht, war da nicht in der Landwirtschaft, sondern im Bereich Energiewirtschaft, der mich sehr stark beschäftigt hat in den letzten Jahren. Habe da jetzt gerade meine Doktorarbeit abgegeben. Schauen wir mal, ob ich es auch noch bestanden habe. Aber das war so das, was ich die letzten 3 Jahre gemacht habe. Jetzt geht der Schwenk zurück bei uns am Hof. Wir haben ja beide jetzt da vor, den Hof miteinander zu führen. Ich werde aber noch zusätzlich auch bei uns am örtlichen Wasserzweckverband arbeiten und werde mich da mit dem Thema Grundwasserschutz und Landwirtschaft beschäftigen, was ja ein Riesenspannungsfeld ist, in dem es viel zu tun gibt. Und das habe ich so in nächster Zeit vor. Man sieht, wir sind keine studierten Agraringenieurinnen, aber wir haben mit BWL, mit Forstwissenschaften und Ressourcenmanagement, mit nachwachsende Rohstoffe und mit Agrarökologie Studiengänge absolviert, die uns viel Wissen auf dem Weg mitgegeben haben. Aber wir sind sehr gewohnt, bei uns daheim zu arbeiten. Wir haben von unserem Vater ganz, ganz viel gelernt und hoffen auch immer noch viel von ihm lernen zu können und möglicherweise auch von euch was lernen zu können. Und so werden wir zwar jetzt den Videoblog bestreiten. Bis zum nächsten Mal. Servus!